Ihr sollt leben in Ewigkeit. Leben verheißen kann euch aber nur der, der ein Herr ist über Leben und Tod, der selbst das Leben ist von Ewigkeit und der den Tod überwunden hat, Jesus Christus, der Sohn Gottes und Erlöser der Welt, der hervorgegangen ist aus der Kraft des Allerhöchsten, als selbstständiges Wesen, ausgerüstet mit Kraft im Vollmaß, dessen Liebe ihn bewog, sich seine Kraft zu entblößen und als schwacher, hilfloser Mensch auf Erden, der dem Gesetz des Todes unterworfen war, wieder den Tod zu kämpfen und ihn zu besiegen, um aus der Knechtschaft des Satans zu befreien alle Menschen, die diese gefangen hielt. Denn der Tod war vom Satan in die Welt getragen worden. Der Tod ist ein kraftloser, finsterer Zustand, der Folge ist der einstigen Sünde würde Gott. Licht und Kraft bedeutet Leben, Kraftlosigkeit und Finsternis dagegen verurteilt das Wesen zu einem Erstarren in Untätigkeit. Die Menschen auf Erden hätten diesen starren Zustand nach ihrem Leibesleben zu gewärtigen. Sie versenken hoffnungslos in die Finsternis und könnten sich selbst nicht daraus befreien. Sie gingen dem ewigen Tod entgegen, wenn sich ihnen nicht ein Retter naht, der stärker war als der Tod, der ihn besiegen konnte und den Menschen wieder das Leben gab, das sie uranfänglich als geistige Wesen besessen hatten und das ihnen durch die Sünde der einstigen Auflegung gegen Gott verloren ging. Das Leben war ihnen verloren gegangen, das heißt alles, was sie zu beglückender Tätigkeit befähigte, denn Leben ist unentwegte Tätigkeit nach weisem Gesetz, Leben ist Verwenden göttlicher Kraft nach göttlichem Prinzip und darum ein Zustand unbegrenzter Seligkeit. Dieses Leben nun verheißt Jesus Christus allen Menschen, jedoch unter gewissen Bedingungen. Er kann wohl das Leben geben, doch die Menschen müssen es auch begehren und alles tun, um sich des wahren Lebens, des Lebens im geistigen Reich, würdig zu machen. Sie müssen aus dem Zustand des Todes heraus wollen. Sie müssen die Kraft, die ihnen ein ewiges Leben sichert, in Besitz nehmen. Sie müssen mit dem Kraftquell in Verbindung treten. Sie müssen mit Jesus Christus gegen den Tod ihrer Seele ankämpfen und ihn besiegen, was nur mit Jesus Christus möglich ist. Denn es ist der Tod der Seele, den sie fürchten müssen, weil der Tod des Leibes unwichtig ist, aber die Seele, das Eigentliche in Menschen, vergeht nicht. Nur kann sie im Zustand völliger Kraft und Lichtlosigkeit, also dem geistigen Tod, verfallen sein, zu unermesslicher, endloser Qual. Ihr aber sollt leben. Welch trostreiche Worte sind dies für euch Menschen? Jesus Christus will nicht, dass ihr dem Tod entgegengeht. Er will, dass ihr lebt. Und er hat euch dieses Leben verheißen, weil er allein es euch geben kann, der den Tod überwunden hat. Doch eure Wille ist frei. Das vergesset nicht, dass ihr alles erreichen könnt, dass es nichts Unmögliches gibt, dass Jesus Christus euch auch alle Mittel und Wege angezeigt hat, dass ihr aber selbst wollen müsst, weil euch nicht wieder euren Willen gegeben werden kann,
was euch selig machen soll. Ein ewiges Leben ist die schönste Verheißung, die er euch geben konnte, dass jegliche Angst vor dem Tod schwindet, dass vor euch eine unsagbar selige Zukunft liegt, die endlos wird, so ihr selbst es wollt und die Bedingungen erfüllt, die Jesus Christus an seine Verheißung geknüpft hat, dass ihr an ihn glaubt. Denn dann werdet ihr allen seinen Worten Folge leisten, ihr werdet seine Gebote erfüllen, ihr werdet nach seiner göttlichen Liebelehre leben und in euch die göttliche Kraft anhäufen, die Liebe wird euch zum Leben erwecken, auch wenn die Körperkraft nachlässt und eure Hülle dem leiblichen Tod entgegengeht. Die Seele wird sich dann lösen, sie wird in alle Kraft die Schranke des Todes durchbrechen, sie wird sich freimachen aus den Banden dessen, der euch den Tod geben wollte. Sie wird sich seligst bewusst werden ihre Kraft, und nun unentwegt tätig sein können. Das geistige Reich wird sie aufnehmen, wo nun Leben ist, wo alles Wesenhafte im Willen Gottes tätig ist, wo ständig neues Leben erzeugt wird, wo es ewig keinen Tod mehr gibt, wo alles in und mit Jesus Christus selig ist. Amen.